Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Nexomon Extinction. Sound habe ich, glaube ich, alles soweit eingestellt. Ja, habe ich. Super. Im letzten Part haben wir die Banditen vom Sprengmeister entfernt. Und jetzt müssen wir... Wir haben den Bombenhersteller gerettet. Jetzt kannst du den Sprengstoff zurück zu Wiedel in die eisige Tundra bringen. Wiedel, wer war das denn nochmal? Weiß das jemand? Wahrscheinlich in diesem großen Gebäude, oder? Wiedel? Bist du Wiedel? Nee, ne? Ich weiß nicht mehr, wer das war. Wer war denn Wiedel nochmal? War der hier? Nee, hier ist niemand. Da brauchen wir Surfer. Oder schwimmen, keine Ahnung. Wiedel, wer konnte denn Wiedel gewesen sein? Wiedel, wir sind hier? Nee, hier ist auch kein Wiedelchen. Ich werde die Parts jetzt außerdem aufgrund der Uni, dann kürzer halten, so 25 Minuten pro Part. Es tut mir leid, Leute, aber anders kriege ich das momentan nicht geregelt. Warst du Wiedel? Ja, du warst es. Was hat das so lange gedauert? Kein Wunder, dass du noch ein Silbertamer bist. Nimm einfach das Dynamit. Ist das alles, was du brauchst? Puh, mehr oder weniger. Es ist ein sehr altes Gebäude, aber ziemlich stabil. Ich hoffe, mit den Bomben komme ich rein. Wo ist der Bunker denn? Im Westen. Niemand weiß, wer ihn gebaut hat, aber wen kümmert's? Für unsere Zwecke ist er perfekt. Nun, wie wäre es, wenn ihr euch nützlich macht und den Weg dort frei macht? Ich komme bei den ganzen wilden Nexomon nicht voran. Uff, na gut, ich bin ohnehin neugierig, was sich in diesem Bunker alles versteckt. Sehr schön, Wiedel begleitet uns. Doch nicht? Okay, dann doch nicht. Wir gehen jetzt nach links. Nie ohne Seife waschen. Ja, ist richtiges links. Oder sind wir schon Nexomon da hinten? Oh, Phantomscheibe. Hier habe ich außerdem trainiert. Mein Nexomon auf 30. So, Hydrid. Doppelhieb müsste reichen. Oh Gott, ich bin betäubt. Mann, wieso bin ich denn betäubt? Was so? Oh, schon wieder betäubt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Als ob ich jetzt hier gegen so ein Viech hier verliere. Hallo, Junge? Danke. Danke. Lächerlich, ey. Mann, ey. Ich fand dich so cool am Anfang, ja, und jetzt bist du nur noch eine Schande. Wirklich. So, was ist mit euch hier los? Was habt ihr hier für Probleme? Das ist nicht gut. Wir können sie nicht länger zurückhalten. Hilfe, Hilfe. Ich bin da. Ich rette euch. Das sieht cool aus. Das sieht sehr, sehr stark aus. Oh, 270. Oh, 270 ist echt gut. Okay. Ich guck gleich mal, ob wir das vielleicht sogar fangen können. Das wäre nämlich echt cool. Wenn das geht. 14, okay. Solange er sich nicht heilen kann, ist eigentlich alles super. So, wir machen Prügler-Eimer. Prügler bringt auch nicht sehr viel mehr. Okay, okay. Dann Elektro-Dings. So, Fandios. Guten Tag, dann machen wir Glatteis bitte. Sehr schön. Und nochmal. Oh, rot. Oh, ich kann es nicht fangen. Okay, dann musst du es besiegen, Fandios. Ah, Zwillingstornado. Oh Gott, du bist nicht schneller. Egal, du schaffst das. Du schaffst das. Locker. Sehr schön, 31. Perfekt. Oh, es entwickelt sich. Nice. Das ist, glaube ich, unser erstes Nexomon, was sich zweimal entwickelt hat. Sehr schön. Gratulation, Fandios hat sich zu Fanglory entwickelt. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Hihihihi. Ah, Hilfe. Achtung, es ist noch nicht vorbei. Sie geben nicht auf. Okay. Ein Doppelkampf wäre auch richtig cool gewesen. Kritisch, sehr schön. Alter, zeig ihm, wo es lang geht. Guck mal hier. Wow. 55er Schaden. Das ist echt nice. Das ist
echt nice, wirklich. Können wir uns vielleicht auch überlegen, ob wir, wenn die Glory irgendwann austauschen gegen einen anderen, der sich noch nicht so, der noch nicht voll entwickelt ist. So, nice. Auch gut gemacht, kleiner. Blendung. Nee, Blendung brauche ich nicht. Blendung brauche ich nicht. Oh, was? Oh, ich dachte schon, der will sich entwickeln. Wir schulden dir was. Die Gilde hat alle Hände voll zu tun mit dem Beschützen der Stadt. Ja, war okay. Aber wenn wir uns nicht beeilen, überrennen sie uns wieder. Dort sollte der Bunker sein. Schnell, wir müssen ihn öffnen, bevor bla bla bla. Ja. Mach deinen Job gefälligst. Alles klar. Hier ist kein Eiskristall, den ich kaputt machen kann für Heilung. Ist natürlich nicht so schön. Will ich eigentlich kämpfen? Ich weiß es gar nicht. Ach komm, kämpfen wir einfach mal. So viel kann hier auch nicht passieren. Es ist ja nur ein Bunker. Oder es ist der Eisgott. Das könnte natürlich auch möglich sein. So, hier. Hä? Du nicht? Du bist es nicht? Du auch nicht, ne? Okay. Ich suche nach diesem Eiskristall, den man kaputt machen kann. Für Leben. Für Leben. Oh, eine Kiste. Ein Rabattgutschein, okay. Ich glaube, den. Nee, den kann man auch nicht. Hier! Nice. Ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass hier irgendwo was ist. Irgendwo ist hier ein Kristall. Oh, perfekt, Leute. Muss ich nämlich nicht zurückrennen. Danke. Danke, Spiel, für diese Kristalle. Ist nämlich echt nervig, wenn man sich nicht voll heilt, wenn man stirbt. So. Haben wir noch. Ach, hier wäre auch einer gewesen. Gut, den lassen wir mal stehen. Oh, da brauchen wir Feuer. Feuer haben wir, glaube ich, nicht. Okay, geschafft. Sieht doch ganz gemütlich aus. Wow, was war das für ein Ort? Laut den Blaupausen, die ich gefunden habe, stand hier mal eine alte Fabrik eventuell. Warte mal, wir haben doch Feuer. Doch. Anscheinend haben die Leute in der Vergangenheit an einer riesigen Maschine gearbeitet. Keine Ahnung, warum. In Ordnung, kannst du sie auslösen, Moritz? Ja, kann ich, glaube ich. Ich würde aber erstmal speichern. Sicher ist sicher. Ja, überschreiben. Super. Und top. Butsch, butsch, butsch. Aua. Und jetzt geht's rein. Ins Abenteuer. Sind wir hier bei Zapdos? Irgendwas stimmt nicht. Der Grundriss ist anders als auf den Blaupausen. Irgendjemand muss diesen Ort umgebaut haben. Alles ist anders. Und hier jemand? Lass uns diesen Ort erkunden. Wenigstens ist es geräumig. Hier passen auf jeden Fall alle Bewohner rein. Aha. Oh, eine Kiste. Was ist erstmal hier bestehen? Das ist ein Amulett. Kosmisches Amulett. Okay. Ah, hier gibt es die Viecher. Nee, wir wollen nicht kämpfen. Denn ich glaube, wir brauchen hier unsere Energie. Tatsächlich. Warnung, Warnung. Eindringling entdeckt. Starte Verteidigung. Oh, rechts ist ein Item, das habe ich nicht gesehen. Beep, bop. Eindringlinge, dies ist eure letzte Chance, umzukehren und zu gehen. Beep, bop. Welcher Roboter sagt Beep, bop? Okay, das war's, Beep. Okay. Der sieht lustig aus. Oh Gott, Feuer ist natürlich nicht so gut für meinen Kleinen hier. Oh, Ying und Yang kann er einsetzen. Da habe ich aber echt Angst vor Ying und Yang. Giftwolke. Betäubt, nice. Oh Gott, nur 9. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das bringt mehr. Diyama, ich möchte, dass du die Erfahrung kriegst. Hier, mach den weg. Sehr schön. Sehr schön. Das sieht auch lustig aus.
mache aber nur 17 Schaden. Oh Gott, der macht 52. Okay, dann wechseln. Wer kann sterben? Ach komm. Bitteschön. Ich möchte nämlich, dass er ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Mein kleiner Deyama für die Weiterentwicklung. Das hier ist aber nicht die Weiterentwicklung von Bulkran, oder? Ich denke nicht. Wäre schon sehr seltsam, wenn das jetzt die Weiterentwicklung hier wäre. Oh, guck mal, wir sind schneller. Okay. Und hier noch. 20, okay. Dann machen wir, weil es Feuer ist. Ach komm, Psycho. Psycho ist immer gut, ne? Ich möchte auch deine dritte Entwicklung sehen. Mach mal hier Psycho-Bombe, super. Ah, okay. Schade. Hätte sein können, dass er sich entwickelt. Stufe 2 eingeleitet. Ultimative Form. Der hat einen Tyranten, oder? Oh ne, what the fuck? Der hat, glaube ich, einen Riesenpilz gegessen. Anscheinend wollten sie Idioten zur Waffe machen. Und das haben sie auch geschafft. Wie hat der so mal... Oh, Alter. Elektrokraft. Oh Gott, Leute, ey. Ich glaube, das wird echt schwerer als gedacht. Ich hoffe, er verfehlt. Schade. Ach komm, hier. Ich muss natürlich hier meinen Ass ausspielen. Das ist momentan Faint Glory und mein, Dingsi-Bumsi. Ich hab den Namen jetzt schon wieder vergessen, weil ich einfach lost bin. Wie ist denn mein Psycho-Ding da nochmal? Ich hab's echt vergessen. Mir fällt's auch gerade nicht ein. Ah, Kaninui ist es. Stimmt. So, Psygeisier. 42, nice. Oh Gott, der hätte noch was. Okay. Oh, 51 ist sehr gut. Oh, nice. Nice einfach nur. Oh, Kanui, du bist so cool. Weißt du das eigentlich? Du bist richtig nice. 32, Raspsi-Ausbruch. Haben wir doch schon. Also, das ist echt nur seltsam hier, dass man immer so die gleichen Attacken hier bekommt. Wieso auch immer. Unmöglich, Beep, Beep, Bob. Ich glaube, ich wäre lieber draußen bei den Tyranten. Warum überhaupt all diese Sicherheitsvorkehrungen? So, wir schnappen uns eben das Item hier. Und gehen uns mal eben heilen. Ich denke, das ist das Sinnvollste. Das sieht lustig aus. Ist aber ungewöhnlich, deswegen fangen wir es erstmal nicht. Das fange ich dann auch screen wahrscheinlich. So. Schnell raus hier. Denn hier war doch ein Kristall, ne? Da ist er. Super. Und wieder rein. Achso, warte, neuer Part. Habe ich vergessen. Profil. Begleiter. Hier, die Katze. So. Super. Hätten wir das auch gemacht. Weil es ja so wichtig ist. Ich speichere nochmal sicherheitshalber. System. Speichern. Ja, überschreiben. Danke. Und rein mit uns. Ach ne, erstmal hier noch ein Viech. Weg mit dir. Sieht ein bisschen aus wie ein Labyrinth gleich. Was haben wir hier? Weiß nicht, Maschinen, die ich nicht benutzen kann. Sieht auch süß aus. Blobbisch. Blobbisch, blobbisch. Ich wollte nur gucken, ob da rechts was ist. Sektok. Sieht auch cool aus. Ich muss sagen, ne, die nächsten Mal, die sehen ja tatsächlich ganz cool aus. Feuer Nexo Trap. Nice. Oh, die hässliche Kuh. Weg damit. Die haben wir schon. Bin ich zumindest der Meinung. Oh, da sind sie. Hallo, ihr Kleinen. Nun ja, dieser Ort ist gemütlich. Bleib so lange hier, wie du magst.
Das könnte ich gut. Überall weit weg von dieser Stadt ist es besser. Nimm dir ein paar Vorräte, Moritz. Oh, danke schön, Frostschutz. Ich hoffe, wir können bald zu den Dracheninseln zurückkehren. Dieser Ort ist doof. Oder doch vielleicht nach Palmaia. Ich habe gehört, dort ist es schöner denn je. Oh, richtig. Ich habe einiges Zeug in diesem Raum gefunden. Oh, danke schön. Einiges Zeug. Wow, gibt's uns aber nur eins. Das ist ja traurig. Oh Gott, ein Insekt. Weg. Schnell weg. Ich habe das Gefühl, wir bekommen hier gleich kein Frost. Geist von Omikron, sondern eher ein Elektro. Also ist so mein kleines Gefühlchen, ne? Hä? Ach, ich hätte hier A drücken müssen. Ah. Da hinten muss ich wahrscheinlich auch A drücken. Oh Gott, Alter. Hier gibt's so viele Nexomons. Ist ja krass. Lass mich mal hier vorbei. So, danke. Danke, danke, danke. Oh, ich esse gleich Döner, Leute. Das erste Mal in 2 Jahren. Ich bin gespannt, wie er schmecken wird. Alter, wie seid ihr denn jetzt so schnell hier gekommen? Atlas. Okay. Oder Atias. Kann auch sein. Was ist das für ein Müll? Was vor euch liegt, ist die letzte Hoffnung der Menschheit. Gebaut vor 1000 Jahren und jetzt ist die Zeit gekommen, Atlas freizulassen. Oh nein. Die Gilde war hinter uns her. Nein, ich bin aus freiem Willen hier. Ich bin auf eurer Seite, Moritz. Von was redet ihr? Sorry, aber es geht dich nichts an. Nun gut, ich gehe nirgends. Was hast du mit ihr gemacht? Und kannst du sie in dem Zustand lassen? Diese Kraft habe ich von einem alten Freund. Aber das ist eine andere Geschichte. Moritz, damals vor Ewigkeiten war ich bekannt als Nara, der Tyrann des Lebens. Sie ist ein Tyrann. Du bist einer dieser Geister? Ich bin in der Tat eines von Omikrons Kindern. Aber anders als die anderen bin ich ziemlich lebendig. Du hast Vardos gesehen, oder nicht? Viele Jahre habe ich verdeckt gearbeitet, um Amelies Machenschaften zu sabotieren. Sie mag zwar gute Absichten haben, aber Vardos war ein fürchterlicher Fehler. Ich verstehe es nicht. Warum ist es etwas Schlechtes, wenn Vardos die Tyrannen tötet? Das Problem ist recht einfach. Lass es mich dir erklären. Ich habe dich nie wirklich gemocht, Dina. Aber ich habe niemals an deiner Stärke gezweifelt, dass du die ganze Zeit ein Verräter warst. Wie enttäuschend. Bist du mir hierher gefolgt? Einer unserer Großmeister war also die ganze Zeit ein Tyrann. Du musst ja Nerven haben. Trittst der Gilde bei, nur um unsere Zukunft zu sabotieren? Benutze deinen Kopf, Vardos. Vardos ist weitaus schlimmer als jeder Tyrann auf dieser Welt. Sei jetzt leise, ich muss keinem brutalen Menschen Beachtung schenken. Und du, Moritz? Auch du hast mich enttäuscht. Ich werde jeden einzelnen Verräter in diesem Raum pulverisieren. Versuch es doch, Zanders. Du bist ein Monster. Oh Gott, oh nein, Dina. Du hast viele Tyrannen getötet, Zanders. Aber bist du jemals einem Kind von Omikron begegnet? Oh, schön. Oh, sie sieht echt gut aus. Der König der Monster gebar die 7 ursprünglichen Tyrannen. Wir waren Heroide der Zerstörung, wir waren das Ende der Menschheit. Aber ein Verräter stieg in unseren Reihen auf und entschied sich, gegen das Böse zu stellen. Ich bin Nara, das 4. Kind von König Omikron. Und heute kämpfe ich gegen deine Gilde. Oh, schön. Im Namen von Ulsa, zu denken, dass wir Kameraden waren. Kämpf gegen mich, du Monstrosität. Oh, ich hoffe, sie gewinnt. Oh, hast du gut gemacht. Ark, du kleines. Ich bin Zanders. Fürchte diese Hände, denn sie haben hunderte eurer Brüder getötet. Aha. Ja, er steht noch. Dina, du bist ein Tyrann und ich spüre, wie deine Kraft schwindet. Du bist alt und schwach geworden. Du kannst mich nicht besiegen.
Feinde der Gilde, ihr werdet untergehen. Was? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Das wird dein letzter Kampf sein, Dina. Nee, ich werde nämlich gegen dich erstmal kämpfen, du kleiner Wicht. Hübsch, hübsch, hübsch. Oh Gott, nicht sehr effektiv, das ist natürlich nicht so gut. Deswegen machen wir mal hier... Oh Gott, ich dachte, das wäre das Schlaflied. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Doppel, bitte. Okay, weg. Ich überlege gerade, ich habe keinen Feuertyp, deswegen muss ich dich nehmen. Tut mir leid, ich muss dich jetzt nehmen. Und mach mal Schlaflied, bitte. Fehlgeschlagen ist natürlich wieder cool. Okay, ich lasse das. Mach einfach Glatteis, bitte. Mach einfach dein Glatteis. Das bringt mir weitaus mehr, tatsächlich. Weitaus mehr. Was das denn jetzt provoziert? Wow. Rast aus, wow. Schwarze Flamme. 37, ey. Och man, als ob. Danke. So, mach bitte noch ein bisschen Schaden, ja? Zumindest ein bisschen Schaden. Puh. Muss gleich schon wieder hier meine Geheimwaffe auspacken. 24, okay, das geht noch. 25. Er hat gewechselt. Oder hätte ich Steinflut machen müssen oder sowas. Crushing Bändiger. Bitteschön. Oh, 35 ist gut. Nice. Oh, 25 nur noch. Wow. 20. Okay, geht noch. Und Plasmakanone, bitte. Oh, schade. Schade. Du warst trotzdem sehr gut. Sehr gut gemacht. So, du machst Elektrokraft, bitte. Sehr schön. Oh, Stein. Dann müssen wir Prügler machen. Okay, wir machen gar nichts. Aber wir haben ja zum Glück ihn hier. Du machst nämlich jetzt richtig Schaden. Oh Gott. Wie? Das ist nicht effektiv. Was ist das denn? Für ein Fail. Naja, hier, mach weiter. Komm. Bitte. Huhuhuhu. Okay. Oh mein Gott, er ist schneller. Aber ich habe ihn besiegt. Das ist gut. Ich muss mal hier eben schnell Item benutzen. Denn... Hilfe. So. Wie viel macht... 34, okay. Psychoisier. 54, nice. Oh, was? 11 Schaden jetzt? Oh mein Gott. Ich bin weg. Ich bin, glaube ich, tot. Nee, er hat verfehlt. Er hat verfehlt. Schon wieder 11 Schaden. Was ist das denn hier für eine komische Fähigkeit? Oh Gott, ich muss mich nochmal hier... Stellt ein unmächtiges geworden... Achso, das Wiederbeleber. Ups. Oh, mit 40 kann ich ja fast nichts machen, ne? Oh Gott. 9? Lel. 9 ist ja fast gar nichts. Aber ich bekomme die ganze Zeit hier 11 Schaden, ne? Oh, Items. Hier. Schnell. Wie viel Schaden macht der? 26, ne? Okay, das müsste ich überstehen. Super. 16. Oh Gott, er macht jetzt mehr Schaden auf einmal. Und verfehlt. Super. Wir haben's. Wir haben's, Leute. Oh mein Gott, das war anstrengend. Oh Gott. Psygeisier, schon wieder Psygeisier. Haben wir doch schon längst. Egal. Was für ein großartiger Gegner, dass ein Mensch so stark sein kann. Es ist erstaunlich. Komisch, durch diese Navität ist auch Vater Omnicron umgekommen. Bist du in Ordnung? Hör gut zu, Moritz, das ist wichtig. Oh, schön. Das sind die Kinder von Omnicron. Die Helden, die zu alten Zeiten Omnicron besiegten, wussten nicht, was sie tun. Ach, das waren die Bösen. Ist da Amelie drauf? Nee, ne? Scheint nicht der Fall zu sein.
Aber mir war klar, dass der leere Thron meines Vaters früher oder später einen Krieg auslösen würde. Und genau das trat ein. Schau dir an, wie die Welt heute aussieht. Ist das rechts die Hexe? Weiß ich gar nicht. Also schmiedete ich einen Plan. Einen Plan, der diesen Krieg ein für alle Mal beenden sollte. Mein Plan basierte auf Atlas und dir, Moritz. Was hat Moritz mit all dem zu tun? Du musst so viele Fragen haben, Moritz. Und du wirst deine Antworten zu gegebener Zeit bekommen, das verspreche ich. Aber zuerst, du musst Atlas sofort zurückholen. Du wirst ihn brauchen, um Vardus zu besiegen. Bitte vertrau mir. Du und Atlas seid unsere einzige Hoffnung, um... Oh nein, sie ist tot. Nein, sie war so cool. Wir brauchen Atlas, Leute. Beep, beep, starte Öffnung in... 3... 2... 1... Süß. Was? Dieses Stück Schrott soll unsere Rettung sein? Bist du Atlas? Was hat es verraten, die gewaltige Tür hinter mir, auf der Atlas steht? Okay, ich kann diesen Typen jetzt schon nicht leiden. Lass uns dieses Stück Schrott an einem sicheren Ort bringen. Okay. Leute. Warte, wir warten noch kurz. Aha. Ein langer, langer Gang. Oh, da ist sie. Für Jahrhunderte versteckte sich die Menschheit hinter Mauern vor den Tyrannen und deren barbarischen Krieg. Sie zwang uns auf die Knie. Das ist unsere einzige Chance, Vardus. Lösche die Tyrannen aus und werde der nächste König der Monster. Du kannst den Krieg beenden. Hey, Amelie. Was gibt es, Logan? Eine Frage, Amelie. Dir steht doch die gesamte Gilde zur Verfügung, oder nicht? Du musst es nur sagen. Sag ein Wort und wir verhaften Moritz. Es ist ganz einfach. Red keinen Unsinn. Im Großen und Ganzen ist Moritz nicht unser wahrer Feind. Das war er nie. Genau wie wir will er nur den Krieg der Tyrannen beenden. Das ist okay für mich. Sie wollen Vardus zerstören, dein Lebenswerk. Was bringt er uns, wenn ein Kind ihn besiegen kann? Denk da mal drüber nach. Mir ist es egal, wer gewinnt. Egal, ob es Vardus oder Moritz ist. Die Menschheit ist in guten Händen. Das Zeitalter der Tyrannen ist zu Ende. Oh, guck mal, Amelie ist gar nicht so böse. Amelie ist nicht böse. Sie will einfach nur das Richtige tun. Ich kann sie da voll und ganz verstehen. Und wie sollst du uns helfen können, Vardus zu besiegen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin genauso verwirrt wie ihr. Dina konnte ihren Plan wohl keinem mehr erklären. Und du hast gegen Omnicron persönlich gekämpft? Ja, haben wir. Wir haben auch seine Kinder vermöbelt. Es war ein seltsames Spiel. Ich werde eine Weile bei euch bleiben. Wir müssen herausfinden, aus welchem Grund mich Dina zurückgeholt hat. Was war ihr Plan? Und wie beinhaltet er Moritz? Krieg ich eine Belohnung? Hey, hier ist euer Anteil von der Belohnung. Dankeschön. Du hast dieser Stadt einen außerordentlichen Gefallen getan, mein Freund. Ich wünsche, Amelie wäre endlich hier. Wo ist sie? Egal, wir haben einige Arbeit vor uns, Moritz. Wir haben das Versteck der Banditen gefunden, denen du vorhin über den Weg gelaufen bist, Moritz. Es ist der verfluchte Turm im Norden. Irgendetwas Merkwürdiges spielt sich dort ab. Es könnte vielleicht auch der Grund für den feindlichen Nexomon sein. Nicht viele Tamer sind bereit, in die Nähe des Turms zu gehen, weil ein paar Geister gesichtet wurden. Ein Geist? Ich frage mich, ob... Wenn du interessiert bist, begib dich zum nördlichen Ausgang der Stadt zu den anderen Tamern. Das wird ein harter Kampf. Okay, Leute. Ja. Das war's dann mit Nexomon für heute. Wir sehen uns dann... das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.